in den vergangenen Jahren ja schon sehr gut angenommen, zu unserem interkulturellen Ratsschmaus. Inzwischen nunmehr zum sechsten Mal steht dieser kleine Empfang zu Beginn unserer interkulturellen Tage. Genießen Sie Süßes und Herzhaftes aus verschiedenen Kulturen. Fragen Sie auch nach der Zubereitung, der Herkunft der Speisen. Und jetzt sage ich guten Appetit. Gemeinsamkeiten zu finden braucht mitunter etwas Zeit und vor allem entsprechende Räume. Das diesjährige Motto soll im gegenwärtigen Diskurs uns unterstützen und die Richtung aufzeigen. Hauptanliegen all dieser Aktivitäten ist es, zum Nachdenken anzuregen und getreu dem diesjährigen Motto Gemeinsamkeiten finden und Unterschiede zu feiern. Was denken Sie, meine Damen und Herren? Stecken Sie auch Menschen gedanklich in Schubladen? Wie schnell wir in Deutschland mit Vorurteilen bei der Hand sind, zeigt eine Studie der Antidiskriminierungsstelle des Bundes, die besagt, jeder Dritte will keine Sinti und Roma als Nachbarn haben. Gewöhnen wir uns an den Gedanken, dass kulturelle Unterschiede existieren. Lassen wir uns auf Gespräche ein. Wir können die faszinierende Erfahrung machen, dass die Welt auch anders wahrgenommen und interpretiert werden kann. Deshalb sage ich auch hier und heute Ja zu einem friedlichen und solidarischen Miteinander aller und ein Nein zu menschenverachtenden Ideologien und Gewalt. Interkulturellen Tage ein Fest ist, es ist auch eine Gelegenheit, auf die Probleme aufmerksam zu machen. Das erklärte Ziel, die Asylbewerberfamilien in den Wohnungen unterzubringen, ist gescheitert. Es ist absolut nicht hinnehmbar, dass zwei oder drei Familien zusammen dann in eine Wohnung wohnen müssen, damit dann berichtet wird, sie seien in eine Wohnung untergebracht. Nach wie vor aber sind wir der Meinung, dass eine Aufnahmeeinrichtung neben dem Gefängnis nichts mit einer Willkommenskultur zu tun hat. Wir hoffen, dass unsere interkulturellen Tage noch mehr Dresdnerinnen und Dresdner davon überzeugen, dass Menschen aus anderen Ländern eine Bereicherung für unsere Stadt sind. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.